Hund trinkt viel Wasser. Was kann es für Ursachen haben, dass Ihr Hund viel Wasser trinkt? Nun, die Ursachen können von relativ harmlos oder auch ganz harmlos bis hin zu ziemlich dramatisch liegen. Relativ harmlos ist, wenn Ihr Hund zum Beispiel jetzt auf einmal Trockenfutter bekommt, er ist zuvor mit Feuchtfutter oder per Rohfütterung ernährt worden, so hat er jetzt natürlich einen ganz anderen Flüssigkeitsbedarf. Etwas anderes ist natürlich auch, wenn er stressbedingt viel trinkt, also in einer ganz bestimmten Situation. Ihr Hund ist an einem Fluss und dann kommt ihm vielleicht immer wieder ein bestimmter Hund, den er nicht aufstehen kann, immer wieder zu nah und er trinkt in dieser Situation sehr viel Wasser. Denn viel trinken kann auch ein Zeichen von Stress sein, genauso wie auch so anfallartiges Kauen, Kauen, Fressen, also ganz besonders viel Gras fressen, wenn es halt zum Beispiel jetzt eben nicht in Verbindung mit irgendwie einem Unwohlsein zusammenhängt. Also viele Hunde, die fressen ja auch hin und wieder mal Gras, wenn ihr nicht ganz so gut ist und dann spucken sie das wieder aus und dann ist erstmal so ein ja nicht so schwerwiegendes Problem, ist dann erstmal wieder beseitigt. Also dieses Grasfressen kann eben auch ein Zeichen von Stress sein. Das ist natürlich auch wieder eine situationsbedingte Geschichte. Da müssen Sie Ihren Hund ein bisschen beobachten. Dann die ernsteren Ursachen. Das kann zum Beispiel eine Gebärmuttervereiterung sein. Dann trinkt Ihre Hündin verstärkt. Da müssten Sie gucken, wann war die letzte Läufigkeit. So im Rahmen von 4 bis 10 Wochen nach der Läufigkeit können die ersten Symptome auftreten. Oder es existiert eine Problematik mit den Nieren. Also wenn Sie jetzt Stress ausschließen können, natürlich ist es auch wichtig, dann die Ursache für den Stress zu vermeiden. Denn Stress ist ja auch nicht zu unterschätzen und es kann auch für richtig gravierende Erkrankungen sorgen. Aber in so einem Fall wie den jetzt von mir eben konstruierten, da lässt sich natürlich auch die Ursache relativ gut umgehen. Da können Sie sicherlich auch vielleicht eine andere Uhrzeit wählen oder vielleicht auch einfach einen anderen Ort, wo Sie dann mit Ihrem Hund am Wasser spazieren gehen. Nur wenn Sie jetzt eben die Sache mit dem Stress ausschließen können oder auch fütterungsbedingt wärmeres Wetter oder mehr Bewegung, das ist natürlich jedem klar, dass das auch für mehr Durst sorgt. Wenn Sie das alles ausschließen können, dann suchen Sie bitte Ihren Tierarzt auf, um der Ursache auf den Grund zu gehen.